Lektion 33. Ehrende verbale Prädikate. Abwertende verbale Prädikate. Absatz 33.1. Ehrende verbale Prädikate. Ein ehrendes verbales Prädikat tut anzeigen eine Haltung des Respekts oder der hohen Wertschätzung gegenüber einem anderen Wesen, Person oder Sache. Um die Verhasstheit der Anmaßung zu vermeiden, sollte man natürlich keine ehrende Form nutzen, um von sich selbst zu sprechen. Das ehrende verbale Prädikat wird erstellt durch die Umänderung eines neutralen verbalen Prädikat in einen Kausativ oder Applikativ, bei dem ein Reflexivpronomen verwendet wird, als ein Hauptlinieobjekt. Wenn das neutrale verbale Prädikat jedoch ein Hauptlinie-Reflexivobjekt hat, muss ein spezieller Zusammensetzung Wortstamm verwendet werden. Siehe Absatz 33.7. Es ist häufig schwierig, die respektvolle Natur eines ehrenden verbalen Prädikat in der englischen Übersetzung zu erfassen. Daher wird in den Beispielen in den folgenden Abschnitten das Symbol großes H verwendet, um eine ehrende Quelle für eine englische Erläuterung anzugeben. Absatz 33.2. Die ehrende Mittelskausativumänderung für intransitive Quellen. In der Regel erzeugt ein intransitives Verb ein ehrendes verbales Prädikat, indem es seinen Kausativwortstamm in eine Reflexivkonstruktion mit einbezieht. Das geehrte Wesen wird so dargestellt, als würde es sich selbst dazu veranlassen, eine Tätigkeit durchzuführen. Durch eine schmeichelhafte Fiktion, freie Erfindung, wird der Agens, semantische Rolle, als allein verantwortlich für sein Handeln dargestellt, als wäre er autonom. Der intransitive Verbwortstamm, Navatl-Teil, bildet ein ehrendes verbales Prädikat mit seinem Typ 1, Kausativwortstamm. Neutral. Navatl-Teil. Er betritt. Ehrend. Navatl-Teil. Er lässt sich selbst eintreten. Das heißt, er, ehrend, tritt ein. Auch der Intuativ-Verb-Wortstamm, Aktionsart eines Verbs, die eine beginnende Handlung ausdrückt, Navatl-Teil, eine Morgendämmerung haben. Gebildet aus dem unpersönlichen, Navatl-Teil, Verb-Wortstamm, Navatl-Teil, damit Dinge im Allgemeinen sichtbar werden. Das heißt, dämmern. Verwendet den Typ 1, Kausativwortstamm, Navatl-Teil, sich selbst zur Morgendämmerung veranlassen. Vergleiche, Navatl-Teil, Morgendämmerung. Mit, Navatl-Teil, Dunkelheit. Nacht. In Absatz 38.1a. Quelle. Navatl-Teil. Die Morgendämmerung kommt bereits. Neutral. Navatl-Teil. Wie bist du aufgetaucht, angebrochen? Das heißt. Guten Morgen. Vergleiche Spanisch. ¿Cómo amaneciste? Wie geht es dir heute Morgen? Ehrend. Navatl-Teil. Wie hast du dich selbst zum Morgengrauen gebracht, O mein geehrter Vater? Das heißt, guten Morgen, ehrend, Vater, ehrend, ist abgeleitet von Navatl-Teil, Vater, männliches Elternteil. Die meisten intransitiven Verbwortstämme verwenden die Typ 2, Kausativwortstämme. Neutral. Navatl-Teil. Gehst du weg? Ehrend. Navatl-Teil. Auch, Navatl-Teil. Veranlasst du dich selbst dazu, zu gehen? Das heißt, gehst du, ehrend, weg? Neutral. Navatl-Teil. Fallt hin. Das heißt, setzt euch, nach unten. Ehrend. Navatl-Teil. Verursacht, dass ihr selbst fallt. Lasst euch fallen. Das heißt,
Setzt euch hin, Arendt. Diejenigen intransitiven Verben, die ihren Kausativwortstamm mit dem Suffix navatl-teil bilden, siehe Absatz 25.5. Folgen der allgemeinen Regel, indem diese diesen Wortstamm für ihr ehrendes verbales Prädikat verwenden. Neutral. Navatl-teil. Erigiert. Ehrend. Navatl-teil. Veranlasst sich selbst dazu zu regieren. Das heißt, Ehrend, regiert. Einige der unregelmäßigen intransitiven Verben von Lektion 11 bilden ihre ehrenden verbalen Prädikate auf einem Kausativwortstamm. Neutral. Navatl-teil. Stehst du? Ehrend. Navatl-teil. Veranlasst du dich selbst dazu, zu stehen. Das heißt, stehst du, Ehrend? Dies hat die Variante, Navatl-teil, die aufgebaut ist auf dem anomalen, ungewöhnlichen, Wortstamm, Navatl-teil. Neutral. Navatl-teil. Legt sich hin. Ehrend. Navatl-teil. Veranlasst sich selbst dazu, sich hinzulegen. Das heißt, Ehrend, liegt. Ehrend, legt sich hin. Neutral. Navatl-teil. Es hängt. Ehrend. Navatl-teil. Es verursacht sich selbst dazu, zu hängen. Es lässt sich hängen. Das heißt, Ehrend, hängt. Neutral. Navatl-teil. Hier seid ihr. Ehrend. Navatl-teil. Ihr verursacht euch selbst dazu, dass ihr hier seid. Das heißt, hier seid ihr, Ehrend. Das heißt, seid willkommen. Das Wort Stammgebilde ist seltsam. Eine mögliche Ableitungshistorie stellt sich wie folgt dar. Navatl-teil. Sein. Wird zu, verboten ist, Navatl-teil. Ein Wesen. Wird zu, verboten ist, Navatl-teil. Ein geehrtes Wesen. Wird zu, verboten ist, Navatl-teil. Zu einem geehrten Wesen werden. Wird zu, Navatl-teil. Sich selbst dazu veranlassen, ein geehrtes Wesen zu werden. Das heißt, sein, Ehrend. Dies ist ein Typ 1, Kausativwortstammgebilde. Siehe Absatz 54.5.1b. Das verbale Prädikat wird auch geschrieben als Navatl-teil. Für Navatl-teil, siehe Absatz 46.3.2b. Normalerweise bevorzugen jedoch alle vier dieser unregelmäßigen Verben, ehrende verbale Prädikate, die aufgebaut sind auf einem Bindewort, T, Zusammensetzung Wortstamm, siehe Absatz 28.6. Bei dem, mit Ausnahme von, Navatl-teil, der Matrix-Wortstamm derselbe ist wie der neutrale Wortstamm, der die Quelle ist für die Kausativ-Einbettung. Navatl-teil. Es steht, und veranlasst sich selbst dazu, zu hängen. Das heißt, es, Ehrend, hängt. Navatl-teil. Du stehst da, und lässt dich selbst stehen. Das heißt, du, Ehrend, stehst? Navatl-teil. Sie, liegt im Liegen, was dazu führt, dass sie, im Liegen liegt. Das heißt, sie, Ehrend, legt sich hin. Navatl-teil. Ihr, Ehrend, seid hier. Das heißt, seid willkommen. Der eingebettete Verbkern ist schlecht ausgebildet. Wenn, verboten ist, Navatl-teil, ein gültiger Verbwortstamm wäre, was nicht der Fall ist, wäre intransitiv. Und dies würde das Vorhandensein des Reflexivobjektpronomen,
Grundlos lassen. Molina. Und die anderen, die verbale Prädikate angegeben haben, die aufgebaut sind auf, verboten ist, Navatl-Teil, waren sich nicht bewusst, dass der Einbettung Wortstamm sein muss, Navatl-Teil. Der Kausativ-Wortstamm, der verwendet wurde in dem errenden verbalen Prädikat in dem früheren Beispiel. Daher wäre die richtige Form dieses Bindewort, T, Zusammensetzung Wortstamm gebildeten verbalen Prädikat. Navatl-Teil. Neben der Auflistung von Navatl-Teil und seiner Schreibweise Variante, Navatl-Teil, listet Molina auch auf Navatl-Teil. Er übersetzt beide verbale Prädikate mit Er, errend, ist zu Hause. In dem letzteren Fall ist der Einbettung Wortstamm Navatl-Teil, in dem der Kausativ Navatl-Teil das Vorhandensein rechtfertigt, das Reflexiv-Kausativ-Objekt-Pronomen. Aber dies ist ein einzigartiges Gebilde, das eine völlig andere Struktur hat, als die Wortstämme in den errenden verbalen Prädikaten, mit Reflexiv-Objekt-Pronomen, die dargestellt sind in Absatz 33.7. Die unregelmäßigen intransitiven Verben, Navatl-Teil und Navatl-Teil, bilden ihre errenden verbalen Prädikate, mit Navatl-Teil, sich selbst tragen. Und mit Navatl-Teil, sich selbst bringen. Neutral. Navatl-Teil. Gehst du los? Errend. Navatl-Teil. Trägst du dich selbst? Das heißt. Gehst du, errend, los? Neutral. Navatl-Teil. Kommt er? Errend. Navatl-Teil. Bringt er sich selbst mit? Das heißt. Kommt er, errend? Das Verb, Navatl-Teil, bildet errende verbale Prädikate, mit dem Zusammensetzung Wortstamm, Navatl-Teil, kommen um sich selbst zu bringen. Siehe Absatz 11.4.5. Neutral. Navatl-Teil. Kommt ihr? Errend. Navatl-Teil. Bringt ihr euch selbst mit? Das heißt. Kommt ihr? Errend. Neutral. Navatl-Teil. Du bist gekommen. Errend. Navatl-Teil. Du hast dich selbst mitgebracht. Das heißt. Du, errend, bist gekommen. Weil Optativmodus verbale Prädikate nicht gebildet werden können, auf dem Verbwortstamm, Navatl-Teil, werden Indikativmodus verbale Prädikate verwendet in Befehlsätzen. Navatl-Teil. Bring dich selbst hierher. Das heißt. Sei willkommen, errend. Navatl-Teil. Bringt euch selbst hierher. Das heißt. Seid willkommen, errend. Absatz 33.3. Die errende mittels Applikativumänderung für intransitive Quellen. Gewisse intransitive Verben erzeugen errende verbale Prädikate, indem diese ihren Applikativwortstamm verwenden, in einer Reflexivkonstruktion. Das geehrte Subjektwesen wird so dargestellt, als würde es eine Handlung um seiner selbst willen, für sich selbst, ausführen, oder in seinem eigenen Interesse. Neutral. Navatl-Teil. Er liegt im Sterben. Er stirbt. Errend. Navatl-Teil. Er stirbt um seiner selbst willen. Das heißt. Er, errend, liegt im Sterben. Er, errend, stirbt. Der Applikativwortstamm, Navatl-Teil, kann nur vorkommen in errenden verbalen Prädikaten. Neutral. Navatl-Teil. Weinst du gerade? Errend. Navatl-Teil. Weinst du um deinetwillen? Das heißt. Weinst du, errend?
Hinweis. Die Beschreibung der Gebilde in Absatz 33.2 und Absatz 33.3 sollte erweitert werden, indem darauf hingewiesen wird, dass zwar gewisse intransitive Verben, entweder ein Kausativgebilde oder ein Applikativgebilde, für ihre ehrenden verbalen Prädikate wählen, andere jedoch nachsichtiger sind und beides erlauben, zulassen. Zum Beispiel: Das Verb Navatl-Teil kann, obwohl es offensichtlich den oben gezeigten Applikativwortstamm Navatl-Teil bevorzugt, auch die Kausativwortstämme verwenden. Navatl-Teil. Absatz 33.4. Die Ehrende mittels Applikativumänderung für Projektion Objektquellen. In der Regel erzeugt ein verbales Prädikat mit einem Projektion-Objektpronomen ein ehrendes Gegenstück, Entsprechung, indem es einen Applikativwortstamm in einer Reflexivkonstruktion verwendet. Aus der Sicht der Bedeutung ist die Konstruktion nicht so ordentlich wie ehrende verbale Prädikate, die gebildet werden aus intransitiven Verbwortstämmen. Nicht nur das Subjektwesen, sondern auch ein Objektwesen kann durch seinen, ihren, Ehrenstatus, die Nutzung, Verwendung der Konstruktion rechtfertigen. Wenn letzteres der Fall ist, das heißt, wenn der Respekt vor einem Objektwesen die ehrende Umänderung motiviert, ist es so, als ob das Subjektwesen von Ehre durchdrungen wird, weil das verbale Prädikat ihn, sie, immer noch als denjenigen darstellt, der, die, um ihrer selbst willen oder zu seinem, ihrem, Vorteil handelt. Zusätzlich zu dieser logischen Schwierigkeit ist das verbale Prädikat zumindest potenziell eine Quelle der Mehrdeutigkeit, weil kein Signal vorhanden ist, das anzeigt, welche der beteiligten Wesen das Geehrte ist. Neutral. Navatl-Teil. Er trägt es. Ehrend. Navatl-Teil. Er trägt es zu seinem eigenen Vorteil. Das heißt, er, ehrend, trägt es. Er trägt es, ehrend. Neutral. Navatl-Teil. Er hat es mir gegeben. Er hat sie mir gegeben. Ehrend. Navatl-Teil. Er hat es, sie, mir, um seiner selbst willen gegeben. Das heißt, er, ehrend, hat es, sie, mir gegeben. Er hat es, ehrend, mir gegeben. Er hat sie, ehrend, mir gegeben. Bei Projektionverben kann das ehrende verbale Prädikat auch dann auftreten, wenn das Subjekt ein Erste-Person-Pronomen ist. In diesem Fall muss jedoch das zu ehrende Wesen, der Patient, semantische Rolle, sein. Neutral. Navatl-Teil. Ich schreibe es. Ehrend. Navatl-Teil. Ich schreibe es für mich selbst, um meinetwillen. Das heißt, ich schreibe es, ehrend. Absatz 33.5. Ehrende verbale Prädikate, für Kausativ- und Applikativ-verbale Prädikate. Kausativ- und Applikativ-verbale Prädikate erstellen ihre ehrenden verbalen Prädikate gemäß der allgemeinen Regel für verbale Prädikate mit Projektion Objektpronomen. Neutrales Kausativ-verbales Prädikat. Navatl-Teil. Er lässt mich etwas machen. Ehrendes verbales Prädikat. Navatl-Teil. Er lässt mich etwas um seiner selbst willen machen. Das heißt, er, ehrend, lässt mich etwas machen. Er lässt mich Dinge, ehrend, machen. Neutrales Applikativ-verbales Prädikat. Navatl-Teil. Er erhält etwas von mir. Ehrendes verbales Prädikat. Navatl-Teil. Er erhält etwas von mir, zu seinem eigenen Nutzen, Vorteil. Das heißt, er, ehrend,
erhält etwas von mir. Er erhält etwas, ernt, von mir. Absatz 33.6. Die Ernte mittels Kausativumänderung, für Projektion Objektquellen. Gewisse transitive verbale Prädikate, mit Projektion Objektpronomen, erzeugen Ernte verbale Prädikate, indem diese einen Kausativwortstamm in eine Reflexivkonstruktion einbeziehen. Die daraus resultierenden verbalen Prädikate sind potenziell mehrdeutig, möglicherweise nicht eindeutig, da der ernte Status, Stellenwert, entweder des Patients, semantische Rolle, oder des Agents, semantische Rolle, die ernte Umänderung rechtfertigen kann, wie in Absatz 33.4. Das heißt, unabhängig davon, welches Wesen die ernte Umänderung motiviert, tut das ernte verbale Prädikat, den Agents, semantische Rolle, so darstellen, dass er sich selbst dazu veranlasst, die Tätigkeit durchzuführen. Neutral. Navatelteil. Er hört es. Ernt. Navatelteil. Er veranlasst sich selbst dazu, es zu hören. Das heißt, er, ernt, hört es. Er hört es, ernt. Navatelteil ist eine alternative Form. Neutral. Navatelteil. Ich will es. Ernt. Navatelteil. Ich veranlasse mich selbst dazu, es zu wollen. Das heißt, ich will es, ernt. Hinweis. Die Beschreibung der Gebilde in Absatz 33.4, Absatz 33.5 und Absatz 33.6 sollte erweitert werden, indem darauf hingewiesen wird, dass gewisse Projektion-Objektverben, zwar entweder ein Applikativ- oder ein Kausativgebilde, für ihre ernte Form wählen, andere jedoch freizügiger sind und beides erlauben. Zum Beispiel der Verbwortstamm, Navatelteil, etwas drehen, etwas zurückgeben, etwas zurückbringen, erlaubt sowohl den Applikativwortstamm, Navatelteil, als auch den Kausativwortstamm, Navatelteil. Absatz 33.7. Ernte verbale Prädikate, abgeleitet aus Reflexivobjektquellen. Verbale Prädikate mit einem Hauptlinie-Reflexivobjektpronomen erzeugen ihre ernten Pendants, Entsprechungen, mit Hilfe eines Präteritum-Einbettung, Zusammensetzung Verbwortstamm. Dies ist ein Wortstamm, der aufgebaut ist auf dem integrierte Zusammensetzung Muster. Und somit ähnelt dem Zukunft-Einbettung, Zusammensetzung Wortstamm von Absatz 28.11. Mit der Ausnahme, dass die Einbettung eher ein Präteritum-Prädikat als ein Zukunft-Prädikat ist. Das Matrix-verbale Prädikat ist aufgebaut auf dem Kausativ-Wortstamm, verboten ist, Navatelteil, etwas verursachen geehrt zu werden. Etwas ehren lassen. Dieser Wortstamm wird erzeugt gemäß der Wortstammgebilde-Regel von Absatz 55.6, auf dem Affektmatrix-Nomen-Wortstamm, Navatelteil, von Absatz 32.3. Weil das Präteritum-Prädikat als ein eingegliedertes Objekt fungiert, das das bestimmte Projektion-Objekt des Matrix-verbalen Prädikat ersetzt, sind die Verbobjektpronomen auf dem ernte Umänderung verbalen Prädikat dieselben wie auf dem Quelle verbalen Prädikat. Der Umänderung-Prozess, der diese Präteritum-Einbettung-Zusammensetzung erzeugt, ist ähnlich wie derjenige, der die Zukunft-Einbettung-Zusammensetzung erzeugt. Die Beschreibung in Absatz 28.11 ist daher hier gültig, mit der Ausnahme, dass ein Perfektiv-Wortstamm und der Präteritum-Tempus-Morph, Runde 0, verwendet werden, anstelle eines Imperfektiv-Wortstammes und des Zukunft-Tempus-Morph. Z. Hauptsatz. Verboten ist, Navatelteil. Du veranlasst es dazu,
dass es geehrt wird. Zusatz. Navatl-Teil. Du hast dich hingesetzt. Umänderung. Navatl-Teil. Du verursachst, dass deine Tätigkeit, dich selbst hingesetzt zu haben, geehrt wird. Das heißt, du, Ehrend, setzt dich selbst hin. Das bestimmte Objekt, Navatl-Teil, von verboten ist, Navatl-Teil, wurde ersetzt durch das Präteritum Tempus Reflexiv Prädikat, Navatl-Teil. Die folgenden Beispiele veranschaulichen ein neutrales verbales Prädikat, das gebildet wurde auf einem Wortstamm, aus jeder der Verb-Wortstammklassen, gefolgt von seinem ehrenden Gegenstück, Entsprechung. Klasse A, Verb-Wortstammquelle. Neutral. Navatl-Teil. Ihr wurdet es leid, zu warten. Ihr hattet es satt, zu warten. Ehrend. Navatl-Teil. Ihr, Ehrend, wurdet es leid, zu warten. Ihr, Ehrend, hattet es satt, zu warten. Klasse B, Verb-Wortstammquelle. Neutral. Navatl-Teil. Er rasiert sich. Er schneidet sich seine eigenen Haare. Ehrend. Navatl-Teil. Er, Ehrend, rasiert sich. Er, Ehrend, schneidet sich seine eigenen Haare. Klasse C, Verbwortstammquelle. Neutral. Navatl-Teil. Er rennt. Ehrend. Navatl-Teil. Er, Ehrend, rennt. Neutral. Navatl-Teil. Du hast gebadet. Ehrend. Navatl-Teil. Du, Ehrend, hast gebadet. Klasse D, Verbwortstammquelle. Neutral. Navatl-Teil. Er wird vor Wut die Stirn runzeln. Ehrend. Navatl-Teil. Er, Ehrend, wird vor Wut die Stirn runzeln. Hinweis. Untersuche den Unterschied zwischen den folgenden ehrenden Gebilden. Eines gebildet aus einer Nebenlinie Reflexivquelle, das andere aus einer Hauptlinie Reflexivquelle. Navatl-Teil. Du, Ehrend, versteckst dich, selbst, vor jemandem. Ist abgeleitet von Navatl-Teil. Du versteckst dich, selbst, vor jemandem. Ist abgeleitet von Navatl-Teil. Du versteckst dich, selbst. Navatl-Teil. Du, Ehrend, versteckst etwas für dich selbst. Ist abgeleitet von Navatl-Teil. Du versteckst etwas für dich selbst. Ist abgeleitet von Navatl-Teil. Du versteckst etwas. Absatz 33.8. Ehrfurcht, Verehrung, Ehrerbietung, Andacht, verbale Prädikate. Ein ehrfurchtverbales Prädikat ist eine Unterart des ehrenden verbalen Prädikat. Der Ausdruck des Respekts wird bis zum Punkt der Ehrfurcht gesteigert, indem die ehrende Konstruktion verdoppelt wird. Weil es sich bei einem ehrenden verbalen Prädikat, abgeleitet aus einem intransitiven oder Projektion-Objekt-verbalen Prädikat, handelt um ein reflexiv-objekt-verbales Prädikat. Wird das Präteritum-Prädikat, dieses ehrenden verbalen Prädikat, eingegliedert, als das Objekt eines Präteritum-Einbettung-Zusammensetzung-verbalen Prädikat, mit, verboten ist, Navatl-Teil, als Matrix. Das Symbol, großes R, tut in den folgenden Beispielen eine Ehrfurchtform anzeigen. Neutral. Navatl-Teil. Du bist müde. Ehrend. Navatl-Teil. Du lässt dich selbst müde werden. Du machst dich müde. Das heißt. Du, Ehrend, bist müde. Ehrerbietig. Navatl-Teil. Du, Ehrend, lässt dich selbst müde werden.
Du, Erend, machst dich müde. Das heißt, du, ehrfürchtig, ehrerbietig, bist müde. Neutral. Navatelteil. Sie nehmen es, sie, Erend. Navatelteil. Sie veranlassen sich selbst dazu, es, sie, zu nehmen. Sie, Erend, nehmen es, sie. Sie nehmen es, Erend. Sie nehmen sie, Erend. Ehrerbietig. Navatelteil. Sie, ehrfürchtig, ehrerbietig, nehmen es, sie. Sie nehmen es, ehrfürchtig, ehrerbietig. Sie nehmen sie, ehrfürchtig, ehrerbietig. Absatz 33.9. Abwertende verbale Prädikate. So wie es spezielle verbale Prädikate gibt, mit denen ein Sprecher Respekt gegenüber dem Wesen zum Ausdruck bringen kann, zu dem oder über den er spricht. Gibt es auch spezielle verbale Prädikate, mit denen er seine Geringschätzung oder Verachtung zum Ausdruck bringen kann? Diese abwertenden verbalen Prädikate werden konstruiert gemäß der in Absatz 33.7 beschriebenen Präteritum-Einbettung, Zusammensetzung Gebilde. Mit der Ausnahme, dass hier die Matrix, die das Präteritum-Prädikat enthält, der Kausativ-Wortstamm ist, verboten ist, Navatelteil, etwas verunglimpfen, etwas herabsetzen lassen. Dieser Matrix-Wortstamm, der nur in dieser Konstruktion verwendet wird, wird, gemäß der Regel des Absatz 54.10, erzeugt auf dem Affekt-Matrix-Nomen-Wortstamm, Navatelteil, von Absatz 32.2. Das Gebilde des Zusammensetzung verbalen Prädikat ist dasselbe wie für das ehrende verbale Prädikat, auf, verboten ist, Navatelteil. Aber das eingegliederte Prädikat kann gebildet werden, sowohl auf einem intransitiven Wortstamm oder auf einem Projektion-Objekt-Wortstamm, sowie auf einem Reflexiv-Objekt-Wortstamm. Ebenfalls anders ist auch die Tatsache, dass man sich zwar nicht selbst loben sollte, sich aber leicht selbst herabsetzen kann. Das Symbol, großes P, tut in den folgenden Beispielen eine abwertende Form anzeigen. Hauptsatz. Verboten ist, Navatelteil. Ich verursache, dass es verächtlich wird. Zusatz. Navatelteil. Ich habe es gemacht. Umänderung. Navatelteil. Ich verursache, dass meine Tätigkeit es geschafft hat, verächtlich zu werden. Das heißt, ich, abwertend, herabsetzend, mache es. Ich mache es, abwertend, herabsetzend. Das bestimmte Objektpronomen, Navatelteil, des Matrix-verbalen Prädikat, verboten ist, Navatelteil, wurde ersetzt durch das Präteritum-Prädikat, Navatelteil, das geworden ist zu dem eingegliederten Objekt. Die folgenden Beispiele veranschaulichen ein neutrales verbales Prädikat, das gebildet wird auf einem Wortstamm, abgeleitet aus jeder der Verb-Wortstamm-Klassen, gefolgt von seinem abwertenden Gegenstück, Entsprechung. Klasse A, Verb-Wortstamm-Quelle. Neutral. Navatelteil. Ich lachte. Abwertend. Navatelteil. Ich, abwertend, herabsetzend, lachte. Klasse B, Verb-Wortstamm-Quelle. Neutral. Navatelteil. Verschwinde. Gehe weg. Abwertend. Navatelteil. Gehe, abwertend, herabsetzend, weg. Verschwinde von hier. Klasse C, Verbwortstammquelle. Neutral. Navatelteil. Du wirst rennen. Abwertend. Navatelteil. Du, abwertend, herabsetzend, wirst rennen. Neutral. Navatelteil. Sie bewegen es,
Sie. Abwertend. Navattelteil. Sie. Abwertend. Herabsetzend. Bewegen es. Sie. Sie bewegen es. Abwertend. Herabsetzend. Sie bewegen sie. Abwertend. Herabsetzend. Klasse D. Verbwortstammquelle. Neutral. Navattelteil. Er hatte gegessen. Abwertend. Navattelteil. Er, abwertend, herabsetzend, hatte gegessen. Er hatte etwas, abwertend, herabsetzend, gegessen. Absatz 33.10. Ehrende und abwertende verbale Prädikate mit Zusammensetzung Verb-Wort-Stämmen. Verbale Prädikate, die aufgebaut sind auf Zusammensetzung Verb-Wort-Stämmen, können ehrende und abwertende Umänderungen durchlaufen. Im Falle eines intransitiven Matrix, Bindewort, T, Zusammensetzung verbalen Prädikat, siehe Absatz 28.6, ist es die Einbettung, die normalerweise die Umänderung durchläuft. Neutral. Navattelteil. Liegst du da und weinst? Ehrend. Navattelteil. Liegst du, ehrend, da und weinst? Neutral. Navattelteil. Er schreit und rennt weg. Abwertend. Navattelteil. Er, abwertend, herabsetzend, schreit und rennt weg. Neutral. Navattelteil. Er nahm es schnell. Er nahm sie schnell. Ehrend. Navattelteil. Er, ehrend, nahm es, sie, schnell. Er nahm es, ehrend, schnell. Er nahm sie, ehrend, schnell. Für den ehrenden Wortstamm von verboten ist, Navattelteil, in einem Bindewort, T, Zusammensetzung Verb-Wortstamm, siehe Absatz 28.7.4. Wird verwendet der Applikativ-Wortstamm, Navattelteil. Dieser Wortstamm tut voraussetzen den unbestätigten Kausativ-Wortstamm, verboten ist, Navattelteil, der gebildet wird gemäß der Regel von Absatz 25.3. Und nicht abgeleitet ist aus dem intransitiven Wortstamm, Navattelteil, von Absatz 25.4.7. Neutral. Navattelteil. Ich sehe ihn. Ehrend. Navattelteil. Ich sehe ihn, ehrend. Wenn ein Zusammensetzung Wortstamm eine muttersprachliche Bedeutung angenommen hat. Das heißt, wenn die kombinierten Elemente zu einer festen, lexikalisierten Einheit verschmolzen sind, wirkt die Umänderung auf den Matrix-Wortstamm. Neutral. Navattelteil. Er hat sie angegriffen. Ehrend. Navattelteil. Er, ehrend, hat sie angegriffen. Er hat sie, ehrend, angegriffen. Im Falle eines Zusammensetzung verbalen Prädikat mit gemeinsamem Objekt, siehe Absatz 28.10. Wird die ehrende oder abwertende Form gebildet auf dem Matrix-Wortstamm, was beweist, dass diese Art von Bindewort, T, Zusammensetzung, als Einheit, fester, enger, miteinander verbunden ist, als die anderen Typen. Siehe Absatz 28.10. Neutral. Navattelteil. Ich werde ihn in eine sitzende Position bringen. Ehrend. Navattelteil. Ich werde ihn, ehrend, in eine sitzende Position bringen. Die neutralen Pendants, Entsprechungen, der folgenden ehrenden verbalen Prädikate, finden sich in Absatz 28.10. Navattelteil. Ich stellte ihn, ehrend, auf seine Füße. Ich stellte es, sie, ehrend, aufrecht. Navattelteil. Ich legte sie, ehrend, ins Bett und deckte sie, ehrend, zu.
Navatl-Teil. Hast du, Erend, es, sie, offen gelassen? Hast du es, Erend, offen gelassen? Hast du sie, Erend, offen gelassen? Navatl-Teil. Sie, Erend, haben ihn herausgeholt. Sie, Erend, zogen ihn heraus. Sie zogen, schleppten, ihn, Erend, heraus. Übung 33. Ehrende verbale Prädikate. Abwertende verbale Prädikate. 33a. Ehrende verbale Prädikate, die aufgebaut sind auf intransitiven und Projektion-Objekt-transitiven verbalen Prädikaten. Analysiere und übersetze. Schreibe auf und übersetze das neutrale verbale Prädikat, das in jedem Fall jeweils als die Quelle dient. 1a. Navatl-Teil. Er versteckt es, sie, für sich selbst. Das heißt, er, Erend, versteckt es, sie. Oder, er versteckt es, sie, Erend. B. Navatl-Teil. Er versteckt es, sie. 2a. Navatl-Teil. Du bewachst es, sie, für uns, für dich selbst. Das heißt, du, Erend, bewachst es, sie, für uns. Oder, du bewachst es, sie, Erend, für uns. B. Navatl-Teil. Du bewachst es, sie, für uns. 3a. Navatl-Teil. Er, sie, hat sich selbst dazu veranlasst, es zu essen. Das heißt, er, sie, Erend, aß es. B. Navatl-Teil. Er, sie, aß es. 4a. Navatl-Teil. Er erschreckt die Dinge für sich selbst. Er macht sich selbst Angst. Das heißt, er, Erend, ist erschreckend. Er, Erend, macht Angst. B. Navatl-Teil. Er erschreckt Dinge. 5a. Navatl-Teil. Sie verursachen sich selbst dazu, Krämpfe zu bekommen. Das heißt, sie, Erend, bekommen Krämpfe. B. Navatl-Teil. Sie bekommen Krämpfe. 6a. Navatl-Teil. Ich bin bereit, für es, sie, für mich selbst. Das heißt, ich empfange, erhalte, es, sie, für mich selbst. Das heißt, ich empfange, erhalte, es, sie, Erend. B. Navatl-Teil. Ich erhalte es, sie. 7a. Navatl-Teil. Ihr habt euch selbst dazu veranlasst, anzukommen. Das heißt, ihr, Erend, seid angekommen. B. Navatl-Teil. Ihr seid angekommen. 8a. Navatl-Teil. Wenn ihr mir nur helfen könntet, für euch selbst. Das heißt, möget ihr, Erend, mir helfen? B. Navatl-Teil. Möget ihr mir helfen? 9a. Navatl-Teil. Ihr bringt euch selbst dazu, wütend zu werden. Ihr macht euch selbst wütend. Das heißt, ihr, Erend, werdet wütend. B. Navatl-Teil. Ihr werdet wütend. 10a. Navatl-Teil. Er wird für sich selbst Steine auf etwas werfen. Das heißt, er, Erend, wird Steine auf etwas werfen. B. Navatl-Teil. Er wird Steine auf etwas werfen. 11a. Navatl-Teil. Du hast dich selbst dazu veranlasst, sie als Boten zu schicken, senden.
Das heißt, du, Erend, hast sie früher immer als Boten geschickt. Wie? Na, Wattelteil. Du hast sie früher immer als Boten geschickt. 12a. Na, Wattelteil. Er, sie, hat mich für sich selbst verzaubert, verhext. Das heißt, er, sie, Erend, hat mich verzaubert. Wie? Na, Wattelteil. Er, sie, hat mich verzaubert. 33b. Erende verbale Prädikate, die aufgebaut sind auf Reflexivobjekt, transitiven verbalen Prädikaten. Analysiere und übersetze. Schreibe auf und übersetze das neutrale verbale Prädikat, das in jedem Fall als die Quelle dient. 1a. Na, Wattelteil. Er, Erend, gürtet sich selbst. B. Na, Wattelteil. Er gürtet sich selbst. 2a. Na, Wattelteil. Du, Erend, bleibst normalerweise distanziert, unpersönlich, unnahbar. B. Na, Wattelteil. Du bleibst normalerweise distanziert. 3a. Na, Wattelteil. Ihr, Erend, seid arm. B. Na, Wattelteil. Ihr seid arm. 4a. Na, Wattelteil. Er, sie, Erend, runzelt vor Wut die Stirn. B. Na, Wattelteil. Er, sie, runzelt vor Wut die Stirn. 5a. Na, Wattelteil. Du, Erend, tust wieder aufleben, beleben. B. Na, Wattelteil. Du tust wieder aufleben. 6a. Na, Wattelteil. Ihr, Erend, werdet euch ausdehnen, ausstrecken. B. Na, Wattelteil. Ihr werdet euch ausdehnen, ausstrecken. 33c. Abwertende verbale Prädikate. Analysiere und übersetze. Schreibe auf und übersetze das neutrale verbale Prädikat, das in jedem Fall jeweils als Quelle dient. 1a. Na, Wattelteil. Ich, abwertend, herabsetzend, stottere. B. Na, Wattelteil. Ich stottere. 2a. Na, Wattelteil. Er, abwertend, herabsetzend, hat mich zum Stottern gebracht. Oder, er hat mich, abwertend, herabsetzend, zum Stottern gebracht. B. Na, Wattelteil. Er hat mich zum Stottern gebracht. 3a. Na, Wattelteil. Wir werden Steine auf dich, abwertend, herabsetzend, werfen. B. Na, Wattelteil. Wir werden Steine auf dich werfen. 4a. Na, Wattelteil. Du, abwertend, herabsetzend, ist etwas. B. Na, Wattelteil. Du ist etwas. 5a. Na, Wattelteil. Er, abwertend, herabsetzend, spießte sie auf. Oder, er spießte sie, abwertend, herabsetzend, auf. B. Na, Wattelteil. Er spießte sie auf. 6a. Na, Wattelteil. Wir, abwertend, herabsetzend, zerreißen es, sie. Oder, wir zerreißen es, diese, abwertend, herabsetzend. B. Na, Wattelteil. Wir zerreißen es, diese. 33d. Sätze, die Erende, Ehrfurcht und abwertende verbale Prädikate enthalten. Spreche aus und übersetze. 1. Na, Wattelteil. O unser Herr, o mein junger Mann, Erend, töte, Erend, uns völlig. Wörtlich, verstecke, Erend, uns gründlich.
2. Navatl-Teil. Navatl-Teil ist gleich dort. Dort bewachen deine Großväter Dinge für dich, Erend. 3. Navatl-Teil. Höre, Erend, eine Weile meinen Worten zu, o mein Enkelkind. 4. Navatl-Teil. Lasst uns noch eine Weile für unseren Herrscher, Erend, lachen. 5. Navatl-Teil. Vielleicht wird er, Erend, seine, Erend, Matte bewegen. 6. Navatl-Teil. Was weißt du, Erend? Dies bedeutet: Höre zu, was ich zu sagen habe, da du nichts über die Angelegenheit weißt. 7. Navatl-Teil. Wirst du, Erend, deinem Kind die Eigentümer, Besitztümer, der Herrscher geben? 8. Navatl-Teil. Ruhe, ehrfürchtig, ehrerbietig, deinen, Erend, Körper aus. 9. Navatl-Teil. Der Adlige war, Erend, ständig betrunken herumgegangen. Er wurde gehängt. 10. Navatl-Teil. Bewache, behalte, Erend, meine Worte. 11. Navatl-Teil. Navatl-Teil ist gleich hier. O mein Sohn, unser Herrscher stellt, setzt, platziert, versetzt, Erend, dich hierhin. 12. Navatl-Teil. Was dies betrifft, so halte, Erend, es bitte fest. 13. Navatl-Teil. Navatl-Teil ist gleich, da wo. Schau, Erend, mit Mitgefühl auf mich. Schau, Erend, mich mit Mitgefühl an. Betrachte, Erend, mich, der ich euer Bedürftiger bin, mit Mitgefühl. Tue ich vielleicht nichts für dich, Erend? Ich fege. Ich sammle, hebe, Müll auf. Ich lege dort Feuer, wo ich auf dein, Erend, Wort warte. Siehe Absatz 30.14.2. 14. Navatl-Teil. Navatl-Teil ist gleich nicht. Lasst euch nicht fürchten. Habt keine Angst. Werdet nicht schwachherzig, mutlos. Ich weiß, dass ihr alle Gefangene machen werdet. Wir werden sie irgendwie töten, jeden einzelnen von ihnen. Trotz des Auftretens ist Navatl-Teil kein ehrendes verbales Prädikat. Beachte auch die Reduplikation innerhalb von Navatl-Teil. 15. Navatl-Teil. Verschwindet von hier. Raus hier. 16. Navatl-Teil. Habt ihr, abwertend, herabsetzend, meine Papiere, Bücher, verloren?